Ich weiß, es hat etwas länger gedauert, bis ich wieder da bin. Zumindest hier im Game. Es gab unter anderem technische Probleme. Ich will nicht sagen, dass es nur an den technischen Problemen lag, aber es lag auch daran. Ein großes Problem, was ich hatte, war Internet. Seit den letzten 3, 4 Tagen oder so funktioniert einfach gar nichts mehr mit dem Upload. Heute habe ich mal wieder die 16 Mbits. Ich habe heute sogar die Möglichkeit, innerhalb von 8 Stunden ein YouTube-Video hochzuladen. Perfekt. Heute ist Donnerstag, heute kommt, glaube ich, gar keins. Freut euch auf morgen, ihr seht das. Ich habe keine Ahnung, wann das Video kommt. Ist ja auch egal. Herzlich willkommen zurück. Anderer Punkt, ich hatte nicht wirklich Lust, in letzter Zeit aufzunehmen. Ich bin jetzt schon mal. Es gibt ja diese Quick Travels, wo ihr einfach per Knopfdruck für so ein Schnellreisekit einfach wohin reisen könnt. Ich bin einfach mal ungefähr hier zu dem Lagerfeuer hingereist und bin dann mal bis hierher noch gelaufen. Wurde von ein paar Gegnern verfolgt, wie ihr hier unschwer erkennen könnt. Er kommt gleich, ich sag's euch. So, das letzte Mal, ich habe keine Ahnung, was das letzte Mal passiert ist, ist schon etwas länger her. Wir haben auf jeden Fall eine Welt mit echten Autos und so Zeugs gesehen. Das war der Wahnsinn. Ja, und jetzt sind wir halt hier durch. Ich bin in irgendeinem tropischen Dschungel, eben auf der anderen Seite der Map, wo wir noch nicht waren. Es ist Hey sehr Roy, tropisch du bist und jetzt fast da. dschungelig. Wird auch Zeit, dass du dich Genau. meldest. Direkt vor dir ist eine Felswand. Daran sind Haltegriffe, die nach oben führen. Oh, wirklich? Und wer hat sie angebracht? Gut. Warum auch antworten? Geheimnisse sind ja so viel aufregender. Sehe ich auch, Das aber. Eclipse-Fokusnetzwerk crashen. Wie machen wir das? Oh, Also. Moment. Nicht wir. Ich mache ja die gefährlichen Sachen. Du hörst nur mit. Darf ich auch reden? Danke. Also, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Urlaub. Also, hier bei den Wasserfällen. Die glitzern sogar. Also, das ist ein Glitzereffekt. Okay. Also, es sind tropische Gipsenhändler. Einen wunderschönen guten Hallo. Ich will kaufen, und zwar Rüstung. Ja. Hat man in dem Spiel auch Gewicht? Ich weiß es nicht. Nicht, dass ich nachher nicht richtig laufen kann. Da fehlt mir noch ein bisschen was. Das haben wir, glaube ich, aktuell oder hatten wir. Das sieht halt viel zu schwer aus. So. Ich hätte halt Bock auf so einen richtig schnellen Bogen. Ja. Ich brauche ein Sägezahnherz. Nein, warum? Wächterherz, Sägezahnherz. Okay, das heißt, das wäre halt auch cool, ein neuer Schlagestock. Weil da haben wir immer noch den vom Anfang des Games, glaube ich. Ich würde halt gucken, dass wir auf den Bogen hier speichern, hinarbeiten. Der sieht nämlich, ja, der hat ein bisschen mehr Handhabung hier. Der hat ultimative Handhabung. Ich glaube, wenn, dann gehe ich auf ihn hier. Aber da brauchen wir ein Tramplerherz. Da ich jetzt auf die Schnelle euch nicht sagen kann, was ein Trampler ist, würde ich sagen, merke ich mir, dass es diesen Punkt hier gibt und laufe einmal einfach weiter. Genau. Mal gucken, ich werde heute wahrscheinlich wieder so zwei, drei Aufnahmen machen. Keine Ahnung, wie viel ich zu kommen. Ich sollte vielleicht auch mal noch ein bisschen Minecraft Story Mode aufnehmen. Das ist auch schon eine Weile her. Da sind wir jetzt in diesem YouTube-Horror-Game. Praktisch. Schaut es euch einfach an. Es ist weird. Es ist weird. Okay, wo muss ich denn hier hoch? Eine Halterung an der Wand. Ach, Da sind da! die Handgriffe, wie du gesagt hast. Oh mein Hast Gott, du sieht das gehört, edel Silence? aus. Ich Nein? will hier rein. Das Schweigen im Walde. Secrets? Ne. Aber es sieht zumindest sehr cool aus. Wie hier so. Wisst ihr, hier kommt so ein bisschen Wasser raus. Einfach aus dem Verborgenen. Und von hier links kommt so ein Fluss. Also das Game hat sich grafisch echt verbessert. Wenn jetzt einer von euch kommt und sagt, das sieht ja total schlecht aus, es sind meine Aufnahmen. Es liegt nicht an mir. Meine Aufnahmen laggen sowieso. Deswegen gucke ich auch die ganze Zeit nach rechts. Soll ich denn da hochkommen? Oder geht's hier weiter irgendwo? Da. Hier ist Okay, erstmal ein was Lagerfeuer. jetzt? Du wartest einfach. Erstmal abspeichern ganz Setz dich kurz. ans Lagerfeuer und ruh dich Oh, aus. eine Cutscene. Wir reden, wenn es dunkel wird. Wenigstens leistet mir das Feuer Gesellschaft. Wie schön, dass du es einrichten konntest. Unsere Aufgabe, heute Nacht das Fokusnetzwerk crashen. Ja, sag mir, was ich nicht weiß. Wie?
Zuerst schleichst du dich in die Hauptbasis der Eclipse ein. Was? Aber ja. Und zu deinem Glück stehst du schon an ihrer Haustür. Du musst nur durch den Spalt. Wenn du in der Basis bist, siehst du dein Ziel. Einen baufälligen Langhals und sehr stark modifiziert. Klettere auf ihn. Oben auf seiner Scheibe ist eine Art Modul eingebaut. Zerstöre es und es kommt zum Fokus-Netzwerk-Crash. Dann warst du Teil von der Eclipse. Ich war noch nie ein Teil von irgendwas. Ich arbeite nur für mich, schon immer. Doch in der Tat war es so, dass ich der Eclipse half, bevor ich ahnte, wie gefährlich sie sind. Es war ein Fehler, den ich jetzt wieder gut machen möchte. Was für eine Art Hilfe war das denn? Kletter durch den Spalt, Aloy. Es gibt jetzt Wichtigeres, als Fragen zu stellen. Also ich finde nicht, dass das jetzt der Deal war, dass ich da bei der Eclipse reingehe. Aber... Verdorbene Maschinen. Sie patrouillieren hier. Eher wie Soldaten, die als Reserve auf den Krieg warten. Du musst an ihnen vorbei. Das ist der leichte Weg? Die Hintertür. Leicht sagte ich nicht. So. Kommen wir nicht hoch. Ich muss mir jetzt hier einfach durch. Jo, ich hab... Ja klar, du hast mich nicht gesehen. Er dreht um. Okay, tot. Einfach tot. Okay, wir rennen durch. Wir rushen das. Ach du meine Güte. Hör doch auf zu sneaken. Irgendwas habe ich nicht so ganz verstanden. Wie komme ich hier hoch? Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Da. Wie komme ich da hoch? Hier. Wieso hältst du dich nicht fest, Mann? Gut, nach drüben. Yo. Hallo. Lässt du da... Wie lässt man hier los? Wie lässt man los? Gut. So wird's gehen. Schön, ich weiß nicht, wie ich loslassen soll. Ich hänge hier fest. Ich hänge einen Zentimeter über Boden und weiß nicht, wie ich loslasse. Danke dafür, Spiel. Bin auch unsichtbar anscheinend. Das Game verbuggt. Kann es sein, dass das Game verbuggt ist? Hallo? Hallo? Ich drücke nach rechts. Ich kletter nach unten. Ich hänge einen Zentimeter über dem Boden und sie lässt nicht los. Was soll ich da jetzt machen? Danke dafür, Spiel. Ich komme hier raus. Ja, dann sag mir bitte wie. Ja, ich sterbe jetzt hier. Ja, super. Das Game ist einfach tot verbuggt.
Lässt du jetzt mal los? Oder ist das heute nicht drin? Was ist denn das? Hallo! Ey, das ist doch so ein Quatsch! Ja, ich werde hier sterben. Okay. Ich weiß schon, warum ich überhaupt keine Lust mehr auf dieses Game habe. Ich kann mich jetzt noch 10 Stunden gegenheilen. Also loslassen ist in dem Game gar nicht. Also loslassen ist in dem Game keine Möglichkeit. Also egal, wo ich bin. Hoch geht nicht, nach rechts ist zurück. Nach unten wäre hier und dann nach unten, ihr seht's. Ja, also, okay. Ja, ich lasse es, ganz ehrlich. Ich habe überhaupt keine Lust mehr. Was ist denn das? Okay. Mir gehen langsam die Tasten aus. Schießen kann ich auch nicht. Shift auf der anderen Seite, Shift rechts, Shift links. Y, das hier unten nur zum Durchdingsen. Auf C. Funktioniert meine Maus jetzt wieder? Hallo? Warum? Spiel! Spiel! Warum? Ich lasse das ungecuttet drin. Ich möchte, dass alle sehen, wie schlecht dieses Spiel optimiert ist. Okay, er hat mich gesehen. Weiß nicht, warum man in dem Spiel überhaupt sneaken sollte. Ganz ehrlich, es lohnt sich halt null. Wie springe ich da? Schenkt mir keine Beachtung. Okay, wir haben's. Nach 10.000 Mal irgendwie herausfinden, dass man mit C loslässt. Hörst du mich? Ich sehe die Beine eines Langhalses, aber keinen Langhals. Schlimm. Verdammt. Der Transmitter wurde entfernt. Sieh in der Schlucht links von dir nach. Er kann nur dort sein. So viel zu deinem Insiderwissen. Bei den Explosionen? Toll. Du hast genau einen Versuch, Aloy. Also spar dir den Sarkasmus und mach einfach. Siehst du die Brücke über die Schlucht? Ja. Merk dir ihren Standort. Man kann sich seitlich an ihr abseilen. Das ist dein Weg hinaus. Und die Eclipse-Truppen? Umgehen oder töten, deine Wahl. Die Sprengung sollte alles übertönen. Finde den Langhals und zerstöre dieses Modul. Dann mal los. Bin doch nicht bescheuert. Und kämpf gegen die.
Natürlich, wieso sieht er mich da hinten? Sie ist verschwunden. Er denkt auch, er wird... Jetzt auf die Brücke. Weg. Spring. Hier nach. Hier kann man sich abseilen. Auf welcher Taste denn? Da, ich stand davor. Es wurde mir keine Taste angezeigt. Ich bin tot. Okay. Dann nehme ich nachher doch noch ein bisschen Little Nightmares auf und... Ja, ja. Ist da draußen etwas? Nein, da ist nichts. Außer ein verbuggtes Spiel. Hier? In Deckung zu gehen ist keine Schande. Man kann sich abseilen. Ich merk's. Und, jetzt ist sie fällig. Wie? Okay. Dann probieren wir es halt nochmal. 16 Minuten und wir haben eigentlich noch nicht wirklich was erreicht. Das finde ich nice. Ich gebe schon mal hier. Ich habe etwas entdeckt. Ich gebe hier schon mal meine Prediction ab. Ja, ist mir egal. Es wird die nächsten paar Wochen kein Horizon Forbidden West kommen. Ja. Ich kann es jetzt noch 500 Mal probieren. Normalerweise, wenn ihr euch abseilt, drückt ihr E. Könnt ihr in den vorherigen Folgen nachschauen, abseilen auf E. Mir wird da einfach keine Taste angezeigt. Ein Angriff! Ja, du bist auch tot. Du hast gar nichts zu melden. Komm. Ja. Ja. Wer mich jetzt hier hin? Ja. Rein da und kämpfen! Das wirst du nicht überleben. Nee, werde ich auch nicht. Weil ich auch keine Ahnung hätte, wie ich es überleben soll. Mann, du bist doch tot. Ach, jetzt soll ich nach da hinten gehen. Ist da vorne ein Kampf? Nein. Wie? Eine Ausgrabung. Wenn du schnell bist, betrifft es dich nicht. Toll, noch ein Geheimnis. Soll ich die looten? Bringt das irgendwas? Haben die irgendwas Sinnvolles? Ja, ein Gesundheitstrank. Habe ich genug. Da bin ich jetzt auch mal geheilt. So. Der Boden sieht zerwühlt aus. Ziehspuren. Zu dem Tor. Das Tor ist verriegelt. Kein Durchkommen. Du brauchst einen anderen Weg. Ach ja? Die Hütte. Sie ist größer als die anderen. Such den Langhals, Aloy. Für anderes ist keine Zeit. Aber ich kann sie mir nehmen. Ja, ich nehme mir jetzt auch richtig viel Zeit. Was kann ich hier beobachten? Die Abseilstelle. So komme ich hier raus, aber zuerst muss ich das Netzwerk crashen. Ach so! Ach, ich hasse dieses Spiel. Es war mal wirklich gut. Was ist das für ein Ort? Eine Ablenkung. Hier sind viele Datenpunkte. Ja, die ich jetzt alle nicht lese. Es wird die nächste Zeit auf jeden Fall kein Horizon Zero Dawn kommen. Das ist meine Prediction. Weil das Game... Ich weiß nicht, also irgendwie... Ich weiß nicht, ob es bei mir verbuggt ist, weil ich, ich habe keine Ahnung. Kann sein, dass ich eine verbuggte Version habe. Schließlich wird mein Game ja auch nicht geupdatet. Aber... Nun gut. So. Welche Hütte ist größer als alle anderen, außer diese da? Aber wie komme ich denn auf diese da oben drauf? Von der Seite.
Das Game ist kein Jump-and-Run-Game. Das ist nicht für Jump-and-Run ausgelegt. Ich hab keine Ahnung, wie man da hochkommt. Ist das Heilung? Fände ich sehr schön. Das brauche ich später noch. Ja, bin ich mir sicher. Und was ist er denn? Darunter kann ich das obviously wahrscheinlich nicht. Mir wurde das vorher angezeigt. Geschafft. Er ist ein Fanatiker, oder? Zielstrebig. Das lässt ihn konzentrierter sein als du. Vielleicht suchst du jetzt mal den Langhals? Es war bestimmt nicht einfach, den Langhals zu ziehen. Warum bloß? Du sollst ihn Was einfach ist eure finden. Mission? Zerstöre das Modul. Und dann nichts wie weg hier. Ist den Arc, Bro? Jede Menge Sprengungen da oben. Klingt nach viel Arbeit. Hoffentlich lenkt sie das genügend von dir ab. Ich sehe ihn. Sie haben irgendetwas um ihn herum gebaut. Kletter hoch. Je schneller du bist, desto besser. Oh, mir gefällt das nicht. Es fühlt sich Jetzt habe ich Damage deswegen bekommen. Alles hier ist falsch. Zerstöre einfach das Modul. Ja, mir kommt das aber auch ein bisschen sass vor, dass der einfach so hier random rumsteht. Und warum bin ich bei der Eclipse und die töten mich nicht alle? Also wenn das keine Falle ist, dann weiß ich auch nicht. Ich sehe das Modul. Gut. Ja. Und jetzt schnell. Das ist Hades? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Ein Metallteufel. Öffne das Modulgehäuse. Jetzt. Aloy, tu, was ich sage, sonst sind wir verloren. Einheit ist jetzt hier. Einheit falsch kalkuliert. Einheit vernichtet mich nicht. Bin außerhalb der Reichweite. Du vielleicht, aber das hier nicht! Vernichtet die Einheit! Also meine Prediction war true. Ich hatte recht. Hades ist eine KI. Kein Aber Problem. Warum das alles so weird ist, ich habe keine Ahnung. Oh, ja, guter Witz. Oh, glaubst du, ich halte ein Schläfchen? Eigentlich nicht. Oh, soll das ein Witz sein? Ich glaube, ich sterbe einfach gleich. Weißt du, renn so schnell du kannst. Ich krieg trotzdem Schaden. Ich sehe es als Kriegerpfad. Nicht kämpfen, lauf weiter! Dann halt nicht kämpfen. Oh, fuck! Nach links, zum Lager! Verstanden. Oh mein Gott, das Game laggt gerade wie sonst was. Die ganze Basis ist alarmiert. Möge ja, der Schatten ich hab's nicht verzehren. Bemerkt. Ach Los, was. Heilung. Noch mehr Eclipse. Hört man einfach. Rücke in Sicht. Das ist der Ausgang. Ich spring doch, hallo. Darf ich jetzt eh? Jetzt darf ich eh spam. Da ist Wasser. Was ist mit dem Fokus? Ja. Dankeschön. Vielen Dank, Kamera. Danke. Also vorher sind wir da die ganze Zeit runtergefallen und gestorben, aber jetzt überleben wir es. Okay. Ich will mich über dieses Game nicht zu sehr aufregen. Es macht einfach gerade aktuell gerade keinen Spaß. Sonst ist das Game eigentlich nicht so schlecht.
Es war knapp, aber du lebst. Du schickst mich da rein, obwohl du weißt, dass Hades da ist? Ich habe dein Leben riskiert. Anders ging es nicht. Aber dafür erfahren wir jetzt auch beide, was wir wollen. Die Geheimnisse von Zero Dawn. Ich glaub dir das langsam nicht mehr. Gut. Das heißt, du wirst klüger. Vertrauen ist etwas für Narren. Es ist instabil wie Sand. Keine gute Basis für eine Partnerschaft. Aber gemeinsame Ziele, das ist ein gutes Fundament, auf dem wir ein gegenseitiges Verständnis aufbauen können. Der hat gar keinen Fokus, wie talkt er mit uns? Wir wollen antworten, Aloy. Und dank dir sind sie endlich zum Greifen nah. In Sonnenfall. Ich melde mich. Wenn ich jetzt wieder 10.000 Meter laufen muss. Du verdammter Mistkerl. Wenn ich jetzt wieder... Ich würde den Fokus wegwerfen, um dich loszuwerden, Silence. Aber ich brauche ihn noch. Auch ja. Nach Sonnenfall. Und Zero Dawn. Okay, dann laufen wir jetzt halt mal dahin. Es wird heute eine längere Folge. Im Gegenzug kommt jetzt halt länger kein Horizon Zero Dawn mehr, weil... Oh, wow, wir haben Fertigkeitspunkte. Ja, dann mache ich das mal kurz. Game pausiert hoffentlich. Wir haben 5 Fähigkeitspunkte. Okay. Doppelte Pfeile? Boah. Das ist eigentlich ganz wichtig. Jetzt haben wir noch 2. Kann ich halt wieder nichts kaufen. Pause auf mehr Rohstoffe beim Plündern. Mein Inventar ist permanent voll. Und die geben mir ein Upgrade, mit dem ich noch mehr sammeln kann. Nice. Fühle ich. Überhaupt nicht. Ja, dann sparen wir doch ein bisschen. Wir haben irgendwas Neues im Inventar. Neuer Rohstoff. Unregelmäßiges altes Amulett. Ja, schön. Oh, wir haben größeres Inventar. Apropos größeres Inventar. Wir haben mehr Quests. Das ist mir relativ. Fragekapazität von Outfit-Beutel. Das heißt, wir haben jetzt ein größeres Inventar? Nee. Wieso habe ich denn so viel Heu? Ich verkaufe das. Beziehungsweise ich entferne das. So. Weil das brauche ich nicht. So. Dann würde ich sagen, 1500 Meter, let's go. Dann laufen wir das doch mal. Ich bin sehr motiviert. Danke, dass du darin so schnell läufst. Mal gucken, ob wir da heute noch hinkommen oder nicht. Wir machen heute einfach mal so eine richtig schöne lange Folge. Einfach darum. So, das da hinten, das sieht gefährlich aus. Da gehen wir nicht hin. Sowieso ist ja eigentlich komplett egal. Wir rennen doch eh nur durch. Ich glaube, wir sind so schneller oder sicherer unterwegs. Ich weiß es nicht. Nimm doch hier das Krautzeugs mit. Ich nehme noch hier das Krautzeugs mit. Jetzt kommen wir in eine Wüste oder was? Das gibt's auch noch. Das Spiel ist ja schlimmer als Minecraft hier. Da ändern sich die Biome ja alle 2 Sekunden. Okay, einfach von den schönen Tropen in Mesa-Wüsten. Als ob ich da hoch kann. Hey, wo laufe ich denn hier? Jetzt muss ich auf einmal in die Richtung. Wo muss ich denn im Großen und Ganzen hin? Nach da oben. Also voll legit in die Richtung. Ja, dann laufe ich auch die Richtung lang, auch wenn hier halt kein Weg ist. Ist halt so. Hier, begib dich nach Sonnenfall. Einfach geradeaus. Ich glaube, dann sind das auch nicht Millionen von Metern. Ja eben, das ist viel schneller. Oh, da vorne ist eine verdorbene Zone. Welches Level ist denn das? Fragen darf. 34, ja, sind wir fast. Wir sind 19. Und du bist ein Krokodil. Cool.
Ihr da hinten, ihr seid Krokodile. Was ist, wenn das Ding im Wasser schneller ist? Okay. Das ist der Weiße Hai 2, nur mit einem Krokodil. Immerhin kommt es nicht näher. Oh, es hat abgelassen. Du bist ein schlechter weißer Hai. Cut! Wir drehen die Szene nochmal von vorne. Der weiße Hai-Krokodil hat aufgegeben. Das weiße Hai-Krokodil hat aufgegeben. Ich kann auch so atmen, weil mein Kopf die ganze Zeit unter Wasser ist. Ich glaube, ich bin noch nie so häufig in 10 Minuten erstickt wie jetzt gerade in dieser Folge. Ich weiß, wir haben überall so links und rechts schwarze Ränder, auch in der Aufnahme. Hier seht ihr das so ein bisschen. Das tut mir leid, ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung warum. Ich weiß auch nicht, wie ich das wegkriege. Klar, ich könnte die Aufnahme größer machen, aber dann ist die Qualität nicht mehr so gut. Wobei, die Qualität ist ja sowieso nicht so. Naja. Schwimmen dauert echt lang. Vielleicht sollte ich das... Ich schneide gar nichts mehr. An diesem Projekt schneide ich gar nichts mehr. Ich möchte, dass die Leute sehen, wie viel Herumgelaufe hier eigentlich immer drinne steckt. Ihr lauft teilweise einfach nur eine Stunde rum oder ihr kauft euch für ultimativ viel Geld solche Schnellreisekits. Ob man die selber herstellen kann, ich habe keine Ahnung. Aber ihr müsst ja wissen, schließlich, ich betrage ja unter anderem, so, ich bin ja unter anderem eine Kaufberatung für dieses Spiel. Und dann müsst ihr ja auch unter anderem sehen, dass das jetzt ziemlich, ziemlich viel herumgelaufen ist. Und wenn ich sage ziemlich viel, meine ich ziemlich viel. Muss ich hier hoch, oder wie? Auf die Brücke. Schön, dass die Texturen anfangen, sich von alleine hier zu bearbeiten, während ich langlaufe. Seht ihr das? Die Umgebungsgeometrie lädt, während ich hier langlaufe. Ich hab da mal eine Frage, wie komme ich denn hier hoch? Ach da. Ach guck mal, da ist wieder so ein Eclipsen-Ausposten. Ja. Wie ich da hochkomme, ich hab keine Ahnung. Voll legit nicht. Geht's mal da unten lang, vielleicht kommt der, gibt's da unten einen Weg hoch. Vielleicht auch dieser Weg hier. Ich weiß nicht, ob das ein Weg ist. Yeah. So, hier müssen wir sowieso lang. Und dann sind hier 10.000 Gegner, oder wie sieht's aus? Nö. Weiß sowieso nicht, was diese Stadt hier ist. Die ist neu. Da hinten ist wieder so ein Riese, so ein Langhals, der rumläuft. Keine Ahnung, was wir mit dem machen sollen. Aber der läuft halt da rum. Dunkle Geheimnisse der Erde, begib dich nach Sonnenfall. Also wir suchen ja jetzt nach diesem Zero Dawn Projekt. Ich hab keine Ahnung, ob wir das finden. Mein Fokus empfängt wieder ein Signal. Das Signal muss ganz nah sein. Was denn? Ja, von ihm. Nee. Ich hab hier einen... Nur auf den Kopf des Langhalses. Wieso sollte ich da hoch, kurze Frage? Wegen Map freischalten, gell? Ja, wir können die Map auch einfach... selber erkunden. Und erstmal dieses Lagerfeuer hier taken. Ich würde sagen, wir machen heute 40-50 Minuten Folge und dann nehme ich Minecraft Story Mode auf. Und die Folge kommt dann einfach, weiß ich nicht wann. Hör auf, mich anzugreifen. Ich bin gar nicht da. Das werde ich noch brauchen. Kann ich mir vorstellen. Wow. Ich läge wie sonst was. Das finde ich immer super. Wenn einfach alles komplett verzögert ankommt. Wenn ich es selber sehe, dass alles komplett verzögert ankommt. Liegt wahrscheinlich daran, dass da hinten jetzt gerade so viele Gegner gerendert waren. Keine Ahnung, ob ihr böse seid. Jetzt seid ihr es. Hier ist was. Das hat gesessen. Ich hab schon schlimmer. Ich bin getroffen. Das alles? Na gut. Die scheinen, glaube ich, nicht böse zu sein. Ich verschwende aber auch jedes Mal Pfeile an die Guys. Begib dich nach Sonnenfall.
Bin schon auf dem Weg. Schön, dass hier bei Gegner sind. Was ich schade finde, ist einfach, es gibt ultimativ viele Gegner. Aber ihr seid nicht gezwungen, diese Gegner zu attackieren. Ihr könnt einfach an denen vorbeilaufen, das passiert gar nichts. Verfolgen euch ein paar Meter. Aber das war's auch schon. Ja, das liegt vielleicht daran, dass ich im einfachen Modus spiele. Aber trotzdem. Sonnenfall. Der Sommerpalast des verrückten Königs Jiran. Ein Bollwerk der Kaja-Macht gegen den verbotenen Westen. Danke für die Geschichtsstunde. Aber sie haben keine Ahnung, was sich darunter befindet. Wie viele Lagerfeuer? Wir werden hier viel erfahren können, Aloy. Genau, hier mache ich jetzt eine Schnellspeicherung. Wo muss ich hin? Ich glaub, da hoch. Hier halt es. Hallo? Hallo. 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 Begib dich ins Zitat. Begib dich zum Zitadellenhof. Ich bin ein guter Mensch. Du wirst es bereuen, wenn dir mitten im Getümmel die Vorräte ausgehen. Lass mich kurz looten. Ich kaufe den besten Bogen, den sie besitzen. Was will ich denn mit so einer blöden Schleuder? Ich will einen... Mann, ich will einen lila Bogen. Ja, das ist schön für dich. Ist mir jetzt aber egal. Tschüss. Herzlich ihn. Einfach eine Arena. Der Sonnenring. Eine stolze Tradition der Kaja. In Meridian ist es nicht so. Zumindest nicht hier. Gib ihnen Zeit. Ich bin sicher, sie vermissen es. Ach, ich komme hier nicht drüber. Komm ich da hin? Lauf jetzt mal einfach weiter. Durch hier. Jetzt werden wir sehen, ob dein Angriff auf ihr Fokusnetzwerk wirklich erfolgreich war. Es laggt wie sonst. Was seht ihr das? Ich habe das Netzwerk doch gecrashed. Ich lagge das zu. Ihr merkt ja, wenn ich rede. Theoretisch sollte alles gut sein. Dass es komplett anfängt zu laggen und ihr meinen Ton und mein Bild überhaupt nicht synchron habt. Das ist so traurig. Welche Hoffnung gibt es dann für den Rest von uns? Sehr gut. Willkommen in der Zitadelle, Aloy. Ich melde mich gleich wieder. Wie viele Lagerfeuer? Sieh dich um. Magie! Ja, keine Ahnung, was mache ich denn überhaupt hier? Ich komme hier komplett unnötig vor. Ja, Geld, sehr schön. Geh einfach straight up immer weiter. Ich will hier gar nicht viel erkunden. Freunde, wenn ihr etwas über die heutigen Kopfgelder erfahren wollt, kommt in den Thronsaal. Ihr werdet keine Scherben verdienen, wenn ihr hier draußen rumsteht. Dreckiger Söldner. Ich kann nicht glauben, dass ich nehme die Scherben, auch wenn ich dafür Bahavas zuhören muss. Die Schattenkaja sollen einen der ihren suchen. Könnte sich auszahlen. Das ist kein 4K. Tut mir leid, aber das ist keine 4K-Auflösung. Wow, eine Cutscene. Durch die Pracht der Sonne offenbart. Seht her, seht Itamen, den einzig wahren Sonnenkönig. Das Licht im Schatten. Sein Wille ist Licht und sein Licht ist Gesetz. Ich befehle, Lucent Bahavas in meinem Namen zu sprechen. Durch den Willen des strahlenden Itamen brennt die Sonne gnadenlos auf den Verräter Uthid. Der Jäger, der uns seinen Kopf bringt, erhält ein Kopfgeld von 500 Scherben. Naja, eher Gefangener als König, nicht wahr? Das ist nichts! Hm. Ist das? Was für tolle Haare. Du und ich müssen reden, kleine Jägerin. Das grüne Zelt, unten in Schattenseite. Ich warte dort. Keine Zeit. Du bist doch keine Kopfgeldjägerin. Uthid ist unschuldig.
Also komm zu mir. Noch haben wir Zeit, um ihn zu retten. Ich will also, Story. Der Eingang, den ich meinte, ist direkt hinter dir. Das soll wohl ein Witz sein. Keineswegs. Und keine Angst wegen der Falken. Sie sind zu beschäftigt, um dich zu beachten. Genau.